Hallo, ich bin die Franziska Obrecht vom Weingut Obrecht in Jenins in der Bündner Herrschaft bzw. im Kanton Graubünden in der Schweiz. Wir sind ein Familienweingut in der fünften Generation und produzieren eigentlich vorwiegend Pinot Noir Weine vom lauten Rosé mit Sprudel bis zum edlen Pinot Noir Monolith, der im Barrique ausgebaut ist. Wir haben uns als Weingut für einen Joffemar entschieden mit den einzelnen Flaschen und dort sind die Weine temperiert und zusätzlich noch für ein Lockbox-System, wo man auch kartonweise oder gelegentlich auch Geschenktaschen beziehen kann. Mit dem Verkaufsautomaten von Bischof konnten wir Personalkosten einsparen und was der große Vorteil ist, wir konnten eine zusätzliche Dienstleistung eigentlich für unsere Kunden bewerkstelligen. Also heute kann man 24 Stunden, 7 Tage die Woche Wein kaufen und früher hatten wir Öffnungszeiten am Vormittag und gelegentlich am Samstag. Also wir können jetzt spontane Kunden viel besser bedienen als vorher. Beim Angebot von Bischof hat mich besonders beeindruckt die persönliche Beratung. Also wir sind ins Mutterhaus gefahren, meine Mitarbeiterin und ich, haben erzählt, was wir für Produkte anbieten. Und dann sind wir einen ganzen Morgen durchgeführt worden, konnten uns alle Automatenvarianten ansehen. Und das fand ich genial, dass ich vor Ort anhand meiner Bedürfnisse mir dann zusammenstellen kann, was wirklich Sinn macht. Die Kundenzufriedenheit mit unserem Weinverkaufsautomaten war zu Beginn etwas gemischt. Vor allem die ältere Generation hat sich schwer getan damit. Jetzt inzwischen ist die Begeisterung groß und wir haben viele Rückmeldungen auch in unserem Gästebuch von Kunden, die begeistert sind, dass sie schnell herfahren können, am Morgen früh oder am Abend spät und sich noch mit Wein eindecken. Also ich bin von Winzern angefragt worden, wo wir den Automaten her haben. Auf jeden Fall würde ich die Automaten empfehlen, weil es ist eine riesen Erleichterung. Die Kunden reagieren begeistert. Also wir können als Winzer etwas bieten, das wir zuvor nicht konnten und uns wieder auf unsere Kernaufgabe, den Weinberg und das Weinmachen konzentrieren. Und das ist doch ein Gewinn für alle.